unsere Kommunalen, wir alle können das gut gebrauchen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und für die Piraten, Herr Kollege Herrmann. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Notwendigkeit, das kommunale Ehrenamt zu stärken, ist schon seit langem gegeben. Der vorliegende Gesetzentwurf, seit 5 Jahren oder noch länger in Bearbeitung. Und die ersten Ansätze dazu haben wir gesehen in den Protokollen, sind auch schon viel älter. Für diese Zeitspanne erscheint uns das Ergebnis etwas dünn, sind aber sehr viele wichtige Regelungen getroffen worden. Die positiven Stellungnahmen zum vorliegenden Gesetzentwurf und in den Gutachten verlautbarte hohe Anerkennung der Arbeit der über 20.000 Ehrenamtler der kommunalen Gremien in NRW bezeugen eindrucksvoll, dass die kommunale Selbstverwaltung vom Engagement dieser ehrenamtlich Tätigen lebt. Ohne das freiwillige Engagement der Bürger und Bürgerinnen würde das Rückgrat unserer Demokratie brechen. Wir Piraten wollen, dass es weiterhin möglich ist, dass sich interessierte Bürger ehrenamtlich engagieren, ohne im Berufsleben Nachteile zu haben. Die Arbeit in den Räten, Kreistagen, Aufsichtsräten und Bezirksvertretungen ist zeitlich und qualitativ aufwendig. Dazu begrüßen wir die Möglichkeit im Gesetz von Zeitgutschriften und die anderen Ansätze im Gesetz, die da vorgesehen sind, um auch Menschen mit flexibleren Arbeitsverhältnissen und in Gleitzeit ein ehrenamtliches Engagement zu ermöglichen. Auch die gesetzliche Festschreibung der Möglichkeit, an 8 Tagen in der Wahlperiode an Fortbildungen teilzunehmen, begrüßen wir. Meine Fraktionskollegin Monika Pieper hat allerdings in der ersten Sitzung darauf aufmerksam gemacht, dass 2 Tage im Jahr nicht ausreichen werden. Unsere Ratsvertreter müssen gut ausgebildet sein, vor allem im Hinblick auf die zunehmende Komplexität der Aufgaben in den Kommunen. Und obwohl wir den Gesetzentwurf durchaus positiv bewerten, sehen wir ein gravierendes Problem. Wer soll es bezahlen? Damit meine ich vor allen Dingen die auch hier schon angesprochene Verdienstausfallentschädigung. Im Gesetzentwurf für das Konnektivitätsprinzip, das werde ich auch noch lernen, ist ein oft gebrauchter Begriff, wie wir auch heute vorher bei dem Kreisumlagegesetz schon gehört haben, wird es ausdrücklich verneint. Das heißt, dem Land entstehen also keinerlei Kosten. Die Kommunen müssen für die Verdienstausfallentschädigung voll aufkommen. Wir wissen alle, dass viele Städte gar keine Mehrausgaben mehr bewältigen können und viele auch noch unter dem Nothaushaltsrecht stehen. Daher können wir dem Gesetz leider nicht zustimmen und ich empfehle unserer Fraktion, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Und weitere Belastungen für die Kommunen müssen nach unserer Ansicht unbedingt vermieden werden. Fazit: Wir begrüßen, dass mehr Menschen die Möglichkeit gegeben wird, für Mandatstätigkeiten von ihrer Arbeit freigestellt zu werden. Wir begrüßen den gesetzlich verankerten Anspruch auf Qualifizierungsmaßnahmen, aber wir wollen das kommunale Ehrenamt fördern und nicht kommunale Berufsmandatsträger. Wir unterstützen unsere Demokratie mehr, wenn wir dafür werben, dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren, wenn wir ehrenamtliche Arbeit wertschätzen und die Wichtigkeit des kommunalen Ehrenamts auch gegenüber Arbeitgebern betonen. Wir brauchen professionellere Strukturen in den Fraktionen stützen und ihnen das Engagement in der Kommune erleichtern. Das sind für mich Elemente zu einer echten Stärkung des kommunalen Ehrenamtes. Und wir nehmen gerne das Angebot vom Kollegen Börschel auf, den gemeinsamen Dialog zu führen und an den weiteren Aufgaben zu arbeiten und mitzuarbeiten, um das Ehrenamt und damit das offene und freie Engagement der Bürger für die Demokratie zu stützen und zu schützen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung hat Herr Minister Jäger.